schön. Eine der ersten Stars der Nachkriegszeit war Evelyn Künicke. Ihr Leibkomponist Michael Jari versuchte mit den für sie komponierten Schlagern an das Kabarett der 20er Jahre anzuknüpfen. Dieses Lied, der Chattanooga, das heißt Chattanooga Choo-Choo. Niemand kann das so aussprechen. Die wichtigste Frage der Nachkriegszeit in Ost und West war aber die Verbesserung der katastrophalen Versorgungslage. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Wir brauchten Freddy Quinn nicht. Wir hatten ja Walter Ulbricht. Wir wollen. Sind wir denn wirklich nur angewiesen auf diese monotonen westlichen Tänze? Heute tanzen alle jungen Leute im Lipsi-Schritt, nur noch im Lipsi-Schritt. Tja, wir machten ja meist Urlaub im eigenen Land. Überhaupt viel an der Ostsee. Wann wird's mal wieder richtig heißer Sommer? In diesem Jahr ist ein heißer Sommer. Wie wunderbar. Der Sandton am Strand von Hiddensee. Mischa, mein Mischa, und alles tat so weh, dass die Kaninchen scheu schauten aus dem Bau. So laut entpumpt sich mein Bild ins Himmelblau. Vor der Pause hatte ich ja bereits kurz von Spurenelementen der Aufmüpfigkeit gesprochen. In den 70er Jahren wird eines dieser Themen für diese Aufmüpfigkeit auch benannt: Emanzipation. Das am häufigsten in diesem Themenkreis behandelte Thema ist die Trennung. Und hier der Klassiker dieser großen Unterart des Schlagers von Vicky Leandros. Im Westen wird Kinderstar Andrea Jürgens, nicht mit Udo verwandt, mit emotionaler Erpressung in den Kampf geschickt. Ein Herz für Kinder sollten alle haben. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst. Doch trotz alledem, das beherrschende Thema bleibt die Liebe. Wie ein Stern in einer Sommernacht. In den 70er Jahren entledigt man sich im Westschlager allmählich der deutschen Sprache. Ein bis heute nicht überwundener Kulturschock. Und die Disco-Musik aus dem Osten, die Kaufmannsschwestern.